Ich esse hier Melone. Easy. Ich esse hier Melone. Du provozierst es. Du provozierst es selber. Das war's jetzt, reicht mir. Was reicht hier? Oh oh. Nein, 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 halt, warte. Nimm das. Ah! Ah, du triffst mich nicht. Oh mein Gott. Nein. Hilfe. Okay, okay, Friedensangebot. Friedensangebot, okay? Ich gebe dir meine restlichen Melonen und dafür bekomme ich von dir deine Schneebälle. Flo, ich glaube, es wird eh schon... Ja, hier sind die Melonen. Hier, bitteschön, nimm einfach alle meine Melonen. Ich verbrenne die restlichen Schneebälle hier, die wir haben, im Feuer. Und ich würde sagen, es ist auch schon dunkel. Eigentlich... Du bist echt blöd. Eigentlich können wir schlafen gehen. Wollen wir uns hinlegen? Ich bin hier. Oh, du warst bei mir gerade unsichtbar, aber weil ich gezoomt habe. Oh mein Gott, alles klar. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir legen uns jetzt mal hier richtig schön ins Bett. Flo? Oh oh. Oh oh. Was ist? Oh nein, unser Feuer ist ausgegangen. Flo, steh auf. Oh nein. Oh Gott. Wir sind erfroren. Nein. Ladies and Gentlemen, erstmal ein herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft zusammen mit dem... Schmeiß dich so rum. Flo. Hallo, Flo. Du bist eine erfrorene Melone. Guck dich mal an. Hä, warum? Weil unser Feuer ausgegangen ist heute Nacht. Hast du das wieder ausgepuckt? Ich hab grad schon einen Albtraum. Was für ein Albtraum? Ich hab einen Albtraum, das sind... Oh. Was denn? Da waren wir Dings und dann war so... Und dann warst du ein Diamant und ich war Dings und dann kam so ein Elefant. Wir sind aber heute keine Diamanten. Wir sind heute... was sind wir eigentlich? Eskimos? Guck, Yetis? Ich hab dir gesagt, was? Lass nicht mit einem Lagerfeuer irgendwo... Was? Was ist das? Oh, nein! Was ist das denn? Alles klar. Warte mal, müssen wir laufen? Wo bist du hin? Warte auf mich! Geh weg! Nein, genau. Warte, ich muss auf... Oh nein! Der Yeti ist hinter uns her, Leute! Wir wollten einfach mal einen ganz entspannten Skiurlaub machen hier und ein bisschen campen gehen in der Wildnis und jetzt werden wir von Yetis angegriffen. Flo, komm zu mir nach Hause, wir verstecken uns bei mir zu Hause. Okay, gut. Oh nein. Ich habe meine Schlüssel verloren. Ich habe meine Schlüssel vergessen. Oh Gott, oh Gott. Ey, ihr müsst doch aufgehen. Lass zurückgehen, lass zurückgehen. Oh, lass nein. In den Garten. Vielleicht kann ich in den Garten rein. Vielleicht. Oh nein. Oh oh. Schinken, ich kann dich hören, aber ich kann leider nicht zu dir reinkommen. Hast du gerade mein Schwein gehört? Ist ja ein Problem. Was denn? Ich spüre meine Nase nicht mehr. Du hast gar keine Nase. Du Nase. Ja. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Weißt du was? Ich hab hier, ich habe hier ein paar Freunde in der Straße. Vielleicht können wir uns irgendwo aufwärmen bei irgendjemandem oder sowas. Wir können mal schauen, ob wir vielleicht hier drüben bei Aiden reinkommen, wenn der uns so netterweise aufmacht. Bei dem brennt es immer noch. Warte mal, wenn wir uns hier ans Fenster stellen, schmelzen wir dann? Ne, irgendwie kommt da nichts durch. Lass uns rein! Ja, lass uns rein, Aiden, bitte. Ich glaube, der ist nicht da. Oh nein, seine Tür hinten ist auch zu. Warte, aber es ist kein Problem. Wir können auch zu Lia gehen. Die wohnt da drüben. Vielleicht lässt die uns ja netterweise rein. Hier vorne. Sie hat sogar Schnee geschaufelt. Warte mal, was? Was schreibt sie? Bin einkaufen, falls mich jemand sucht. Lia ist schon wieder einkaufen. Warum? Ernsthaft? Okay. Okay. Warte mal, was? Da hinten ist jemand. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Was? Mama, Mama! Sieh mal, da drüben laufen zwei Rieseneis. Rieseneis? Oh nein, ich bin gleich. Was meint ihr damit? Darf ich bitte, bitte? Was will der? Will der uns essen? Oder was haben die vor? Ist Leute? Ich werde laufen, wenn ich doof wäre. Ja, mein Sohn. Lang zu. Hier ist dein Eislöffel. Ich werde laufen. Das ist ein Messer. Das ist ein Messer. Das ist ein Messer! Nein, 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 warte! Warte, ich bin da! Flo, lauf, 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 lauf! Oh mein Gott, nein, die sind genau hinter uns. Das darf doch nicht wahr sein. Der Kleine will uns einfach aufessen, weil er uns für Eiscreme hält. Oh oh, lass verstecken, hier vorne. Guck mal, wir können so tun, als wären wir einer von denen hier. Glaubst du, die leben, warum sind die eingefroren? Weiß ich nicht, wir müssen laufen. Ja, die sind komplett eingefroren. Hat jemand eine Dings, eine 7? Das Feuer scheint nicht wirklich zu funktionieren. Warte mal, da hinten ist ein Whirlpool. Bist du da, Flo? Wo bist du? Hier vorne, hinter dir. Guck mal, in diesem Haus, da ist ein Whirlpool. Vielleicht können wir mal fragen, ob wir uns am Pool aufheizen dürfen oder sowas. Lass mal klingeln. Denkst du, die machen das? Ja, weiß ich nicht. Wenn wir uns in den warmen Pool setzen können,
So ein richtig schön gewärmter Pool, das wäre doch mega, oder? Guck mal, die haben hier sogar Schnee geschaufelt für uns. Das ist voll nett, oder? Wo ist zu? Hier. Ja, ja, ich weiß, da habe ich gerade schon geklingelt. Okay, lass mal gucken. Oha, die haben mich freigeschaufelt. Das heißt, hier ist jemand zu Hause. Warte mal, was? Flo, da hinten sitzt... Da hinten sitzt der Pool. Hä, wo ist der denn hergekommen? Warte mal. Gibt's ja wohnt hier? Hat der ihn... Hä? Was wollt ihr hier in meinem Garten? Verzieht euch, ihr Yetis! Moment mal. Wir sind keine Yetis! Was will der denn von uns? Wir sind doch gar keine Yetis, Leute. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung, also die hier spielen eine gute Runde Poker. Ja, das ist schön für die, aber wir müssen es irgendwie schaffen, uns aufzuwärmen. Na toll. Hast du eine Idee? Nee, ich habe keine Ahnung. Wenn wir uns in den Bus setzen oder sowas, ist hier... Meinst du? Weiß ich nicht. Nee, da sind die Türen zu. Der ist auch eingeschneit, der kommt hier auch nicht. Alles zu. Wir können hier warten. Weiß ich nicht. Worauf wollen wir denn hier warten? Ich will endlich wieder aufgetaut sein. Da ist jemand. Hey, da ist jemand, wirklich. Was macht der da? Warte. Eine Goldkette. Okay. Guck mal, da ist noch jemand. Ja, ganz furchtbar. Sie sind einfach geschmolzen. Wovon reden die? Oh nein. Wo bekommen wir denn jetzt neue Skulpturen für unsere Party her? Die haben beide genau das gleiche gesagt. Im gleichen Moment. Was für Skulpturen brauchen die denn? Vielleicht habe ich eine Skulptur dabei oder so. Nee, habe ich nicht. Nein. Hey, ihr da! Habt ihr Lust, euch etwas aufzuwärmen? Okay, die da hinten gehen da gerade lang. In das Milliardärshaus. Come on, wir können uns vielleicht aufwärmen. Aber was wenn wir zerschmelzen? Wieso zu sehr... Wir werden einfach nur aufgetaut. Wir werden nicht geschmolzen. Wir sind ja nicht aus Eis. Wir haben nur eine kleine Eisschicht. Herzlich willkommen in unserer neuen Villa. Yeah, cool. Ich kenne die schon von den... Hier war ich schon mal. Wir haben sie von den Vorbesitzern für einen Schnäppchenpreis in Höhe von 20 Millionen abgekauft. Ah, Schnäppchen. Ja, klar. Das hauen die einfach so raus. Weiße 20 Millionen ist für die gar nichts. Sind Peanuts. Das Mädchen ist da drin auf dem Billardtisch und macht irgendwas. Kommt, ich führe euch rum. Wir haben einen Ehrenplatz für euch. Flo, wir können uns vielleicht endlich aufwärmen. Ja, aber warte, aber das heißt, wir müssen für die Statuen spielen, oder was? Ja, weiß ich nicht. Ist ja eigentlich egal. Hauptsache, wir kommen irgendwo ans Feuer. Warte mal, ich würde eigentlich gerne rein. Oh, hier ist schon ein kleines Feuer. Och, ist das schön. Guck mal, ich bin mir nicht ganz sicher. Hier ist noch ein kleines Feuer. Wow, das sind ja tolle neue Skulpturen. Sagt sie zu uns, oder was? Warte mal, wo geht's jetzt lang, Sir? Wo war... Hier hinten, okay, alles klar. Mega die nice Party. Ja, weiß ich, oder? Was, wenn wir dann, Dings immer hier bleiben müssen? Weil, Dings, die brauchen ja auch neue Statuen, oder? Aber wir werden ja schmelzen. Oder nicht? Ja, aber... Meinst du, die frieren uns ein? Ach, das glaube ich nicht, die sind nett. Komm, wir gehen mal. Da sind wir schon, das ist das Festzelt. Ja, richtig hübsch, cool. Da sollen wir jetzt rein. Das Eiszelt. Unsere alten Skulpturen sind leider geschmolzen. Könntet ihr sie ersetzen? Ja, aber nur so lange, bis wir nicht auch geschmolzen sind, ne? Also, wenn eure Party jetzt hier noch eine Stunde geht... Aber Izzy, ja? Was denkst du, machen die mit denen, die schmilzen? Weiß ich nicht. Vielleicht... Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Lass sie doch einfach mal fragen. Ey, was ist das hier? Schau mal. Wo war's denn? Da flutscht so. Vielleicht ist es Eis, aber so ein... Wildes Eis, oder? So, jetzt habe ich noch nie gesehen. Egal. Ich glaube, er hat uns hier gerade aufgemacht. Sollen wir hier reingehen, oder was? Ich glaube... Oh Gott, der hat mich hier. Auf der anderen Seite, Flo. Ich komme nicht raus. Warte mal. Ich komme nicht mehr raus. Sind wir jetzt ausgestellt? Was ist im Boden? Ist mit dir auch? Hä? Toll, ihr seht gut aus. Das muss ich allen erzählen. Flo, hier ist es richtig kalt drin. Ich dachte, wir können uns aufwärmen. Hier ist sogar ein Ofen, ja? Ich habe sie gesagt. Könnt ihr uns bitte... Wo gehen die hin? Hallo? Kannst du mir bitte wieder aufmachen? Ich glaube, das bringt nichts. Oh nein! Sie guckt uns einfach nur an. Was soll denn das? Wir wollen auch, dass wir gehen können vielleicht? Ernsthaft? Lol. Das war's. Hier kein Schneebel mehr. Was soll ich jetzt machen? Nein. Ich weiß nicht. Brrr, ist das hier kalt? Oh, das sagt der Typ da am Kamin. Okay. Warte mal. Kann der... wann kommt denn nur der Butler mit dem Feuerholz? Stimmt, vielleicht schmilzt das dann. Was? Meinst du wirklich? Stimmt, vielleicht kommt er denn hier raus. Ich merke den Ofen, wenn du dich hier hinstellst. Guck mal, da ist ein bisschen frei, bei mir zumindest. Ich merke den Ofen, die Wärme des... Ist das der Butler?
Da ist die Butlerin! Easy! Ja? Was denn? Was? Kommst du da raus oder was? Nee, aber. Ich kann Sachen durchwerfen. Ich glaube, sie hat Holz reingetan. Echt jetzt? Lol. Wirf mir mal eine Melone zu, bitte! Ich hab so weit. Geht's nicht. Flo, bei dir tropft's. Es schmilzt! Was? Es schmilzt! Oh mein Gott, wir schmelzen! Endlich schmilzt es! Oh, nur weil er Feuerholz reingetan hat. Oh, Gott sei Dank. Ach, weißt du was? Ich leg mich jetzt hier einfach hin und warte, bis das Eis geschmolzen ist, weil dann kommen wir ja hier eh raus. Und vielleicht sind... Oh, da ist er wieder. Flo, der ist wieder da. Das habt ihr toll gemacht. Ihr könnt jetzt etwas rumlaufen. Ja, habt ihr einen guten Job gemacht, denn... Oh, wir kommen nach draußen. Oh, ja. Schnell an den Ofen stellen. Hier, zu den netten Leuten. Du hast auch... Oh, egal, dann stelle ich mich halt an den Ofen hier. Passt das? Kommst du da? Da ist jemand. Mama, was? Hinten. Mama. Da sind die beiden. Ich hab Hunger. Nein. Ich darf schon wieder. Nein. Oh Gott, wir sind immer noch gefroren. Ladies and Gentlemen, das war's mit unserer heutigen Folge hier von Minecraft Eis als Eisskulpturen. Ich hau jetzt ganz schnell ab vor diesem kleinen Rotzbank. Nein, der läuft mir immer noch hinterher. Flo, Hilfe. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir immer einen fetten Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen um 15 Uhr in einem neuen Video. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta.